1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende, ein schönes Wochenende, ein sonniges Wochenende. Wir sind wieder da, diese Woche ein bisschen kürzer, wegen des Feiertages hier in Nordrhein-Westfalen, am Donnerstag, das Fronleichnam. Heute, wie immer, montags eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, eure Telefonnummer drauf zu schreiben, damit wir euch dann auch gegebenenfalls sehr flott und sehr rasch zurückrufen können. So, es geht los mit Birgit. Birgit ist 39 Jahre alt. Hallo Birgit. Hallo Domian. Birgit, gehst du ein bisschen näher noch an das Telefon? Dann klingt das klarer. Das war gerade so. Ist es so besser? Ist ein bisschen besser, ja. Und was geht's bei dir? Also es geht um meinen Mann und leider Gottes muss der wahrscheinlich bald sterben. Mhm. Was also ist er los? Leidet an einer noch ziemlich unbekannten Nervenerkrankung. Ja. Und die nennt sich ALS, also ausgesprochen heißt es dann Amyotrophe Lateralsklerose. Mhm. ALS heißt das. Genau. Mhm. Und bei der ist es im Prinzip so, dass die Nerven sich in Wohlgefallen auflösen. Mhm. Das bedeutet, dass im Prinzip die Muskulatur überhaupt keine Impulse mehr bekommt. Das fängt an im Prinzip damit, dass zum Beispiel die Feinmotorik der Hände verloren geht, über Stolpern und also Probleme beim Laufen ganz einfach. Mhm. Und, wie ist das mit dem Gehirn? Das bleibt alles, also er kriegt im Prinzip den Verfall seiner Krankheit bei voller Intelligenz mit. Oh, wie schlimm. Ja. Wie schlimm. Also, es hat mal einer geschrieben, er beobachtet sich beim Sterben. Wie lange hat er die Krankheit schon? Er hat die Diagnose im Januar 2001 bekommen. Ja. Und seither geht es eigentlich nur noch bergab. Und die Krankheit lässt eigentlich auch nichts aus. Ne? Es gibt immer noch eine Steigerung. Ist er zu Hause im Moment? Ja. Ja. Ja, er kann er sich dann, kann er überhaupt noch gehen oder ist er schon ans Bett gebunden? Ja, also er kann überhaupt nicht mehr gehen. Er sitzt mehr oder weniger den ganzen Tag in seinem Rollstuhl. Da kann ich ihn mit hin und her nehmen, wo ich mich gerade aufhalte. Mhm. Aber. Kann er noch sprechen? Wie bitte? Kann er noch sprechen? Also ganz schlecht, ganz dünn, dadurch, dass auch die Luft fehlt. Und er sagt gerade zu mir, ich möchte ihn dir mal geben. Augenblick mal bitte. Ja, wie heißt der? Er ist Mario. Mario, Hallo, ja. Hallo, Mario. Können wir miteinander sprechen oder fällt dir das sehr schwer? Das geht. Ja. Hast du Schmerzen? Ja, die Knochen tun weh. Die Knochen tun weh. Du bist völlig so klar, du hast keine Gedächtnislücken oder dass du Dinge schon vergisst, du bist ganz bei dir. Ja, genau. Wir haben auch schon mal zusammen gesprochen. Wir beide haben schon mal gesprochen? Ja. Das ist dann aber schon länger her, ne? Genau. Ja. Hast du jetzt sehr große Angst, je weiter deine Krankheit fortschreitet? Eigentlich nicht, weil ich habe irgendwie meinen Frieden gemacht. Ja. Wie alt bist du? 39. 39. Pass auf, Mario, ich möchte dich nicht so sehr anstrengen. Okay. Ich finde es sehr schön, dass wir zumindest ein paar Worte haben sprechen können. Ja, Jürgen, Spitzensendung. Ich danke dir sehr. Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ganz viel Kraft. Ich sage das mal so. Von ganzem Herzen ganz viel Kraft für das, was du erleiden musst. Und gibst du mir die Birgit nochmal? Ja, ich bin wieder da. Ja, so hört sich das halt an. Ne?
Körper hat er sich jetzt auch schon mächtig angestrengt. Und das habe ich gemerkt, dass es schwierig ist. Es ist einfach so, dass ihm die Luft fehlt. Ne? Mhm. Normalerweise sind Patienten in seinem Stadium schon an Atemgeräte angeschlossen und werden auch schon per Magensonde ernährt. Und, ja. Aber das lehnt er alles ab. Also er sagt sich, wenn das von alleine nicht mehr geht, dann will er das auch nicht. Das heißt, er kann, im Moment kann er noch auch alleine schlucken. Ja. Und auch noch Essen zu sich nehmen. Ja, mit großen Einschränkungen. Das bedeutet also, es muss viel klein gemacht werden und er verschluckt sich dann auch. Also sehr oft, ne? Dann es ist ein Kampf. Ja. Du hast es gerade so in seinem Beisein ja auch gesagt. Ich gucke zu, wie mein Mann stirbt. Das heißt, es ist ihm auch alles klar und es ist auch nicht unangenehm, das in seiner Anwesenheit so auszusprechen. Nein, da haben wir überhaupt keine Probleme. Da unterhalten wir uns ganz normal drüber und er hat auch viele Sachen noch geklärt, sodass ich eben nicht dann völlig alleine dastehe zum Schluss. Ne? Das hat er sehr wohl. Er ist ja noch so jung, ist mir gerade klar geworden. 39 Jahre erst alt. Ja, er war 36, ne, als er das bekommen hat. Weiß man, woher diese Krankheit kommt? Nein, es gibt also überhaupt gar keine Erkenntnisse. Deshalb gibt es auch keine Medikamente. Man kann gar nichts machen. Man ist völlig abhängig und muss sich dem hingeben. Man ist abhängig von der Erkrankung. Genau. Im Endeffekt ist es dann eben so, dass eben der Tod eintritt durch Ersticken. Gell? Also es ist nicht dieses typische Ersticken, wo man denkt, oh, jetzt kämpft er nach Luft. Sondern die Patienten schlafen meistens dann irgendwo in der Nacht ein und dann eben. Das heißt, jeder Tag, jede Stunde, die ihr miteinander verbringt, kann die letzte sein. Genau. Ja. Hat er Angst vor einem Sterben? Nein. Also das kann ich mit Bestimmtheit zu ihm beantworten. Das hat er auf gar keinen Fall. Habt ihr Kinder? Ja, eine Tochter, die ist 17. Ja. Wie lange seid ihr beiden zusammen schon? Wir sind jetzt auch schon 18 Jahre fast verheiratet. Ja. Nun kann er mir das nicht mehr beantworten, aber du kannst es mir beantworten, weil ihr offensichtlich sehr offen miteinander sprecht. Wie geht er denn, oder wie ging er jetzt im Laufe der letzten Jahre, der letzten Zeitphasen mit diesem schweren Schicksal um? Also absolut souverän, ne? Das muss ich immer wieder sagen. Er hat überhaupt kein großes Theater drum gemacht. Wenn jemand gefragt hat, wie geht's dir, hat er immer gesagt, geht mir noch gut. Wenn ich mir bedenke, was noch kommt, geht's mir immer noch gut. Und also so, dass eben viele andere, die irgendwelche Zipperlein haben, sagen, ich traue mir gar nicht zu erzählen, was ich habe, wenn ich sehe, was der Mario hat und wie der damit umgeht. Gab es denn Phasen, wo er doch schon auch mit seinem Schicksal gehadert hat oder hat er es eigentlich immer akzeptiert? Nee, das hat er eigentlich von Anfang an angenommen. Ich muss dir sagen, Birgit, und er hört uns ja zu, ne? Er hört uns zu, ne? Er kann mich verstehen. Ja, ja. Dass ich da so großen Respekt vor habe, wenn Menschen mit so viel Achtung, Selbstachtung mit dem Schicksal umgehen und eben nicht jammern und sich nicht hängen lassen. Ich habe da so großen Respekt vor. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, aber ich bewundere ihn dafür auch und ich habe da auch für mein Leben ganz viel mitgenommen. Aber das, was er halt noch gemacht hat, ich weiß nicht, ob man an dieser Stelle das mal sagen kann. Ich denke mal, die Dunkelziffer beläuft sich bei, ich glaube, bei 6.000 Erkrankten in Deutschland, aber es wären nicht die Dunkelziffer, die offizielle Zahl. Ja. Aber es wären, also mit Sicherheit sind es dreimal so viele. Ja. Wir haben eine Homepage und auf dieser Homepage gibt es auch einen Chat. Ja. Und ich denke mal, dass es vielleicht doch einige gibt, die jetzt so wie wir auch nicht schlafen können und sich mit dieser Krankheit rumquälen. Ja. Die vielleicht Lust haben, mal einfach darauf zu gucken. Ich mache einen Vorschlag. Ich sage jetzt nochmal, wie die Krankheit heißt. Die heißt abgekürzt ALS. Genau. Das ist eine äußerst schwere Krankheit, die zum Tode führt. Ja. Die Nervenbahnen zersetzen sich im ganzen Körper. Das Gehirn bleibt aber kerngesund dabei. Absolut. So, und wenn jemand erkrankt sein sollte an dieser Krankheit, du hast gerade eine Zahl genannt, und gerne auf eure Homepage gehen wollt, dann sagst du jetzt mal die Adresse. Genau, das ist also www.meine-diagnose-als.de. Also ganz einfach, ne? Meine Diagnose ALS. Genau. Mit dem Bindestrich zwischendurch. Sag's nochmal. Ich soll es nochmal sagen? Ja, sag's nochmal. Also www.meine-diagnose-als.de.
diagnose-als.de. Hat der Mario Birgit noch einen besonderen Wunsch, den er gerne erfüllt haben möchte? Er schüttelt mit dem Kopf. Hat er nicht. Motorrad fahren. Er würde gerne nochmal Motorrad. Hat er so leidenschaftlich gemacht. Aber er kann gar nicht mehr aus dem Haus raus. Er könnte, aber er will nicht mehr. Er möchte das nicht sich und auch nicht den anderen zumuten. Er will es einfach nicht. Also wir halten uns mehr oder weniger in geschlossenen Räumen auf. Ja, ja. Wie ist es denn so? Wir haben gerade über das Essen gesprochen. Kann er noch alleine zur Toilette oder pflegst du ihn diesbezüglich auch? Nein, also er kommt noch hin. Ich bringe ihn hin und das dort erledigt. Aber ich mache das eigentlich alles. Ja. Du musst ihn auch baden, du musst ihn waschen, anziehen, alles. Es geht ja nicht anders. Dann. Er hat gerade gesagt, er hätte Schmerzen. Ja. Bekommt er denn starke Schmerzmittel, dass er zumindest da nicht leiden muss? Also er kriegt so Schmerzmittel gegen... Wie bitte? Er nimmt nur Schmerzmittel gegen diese zum Beispiel diese Sitzschmerzen, ne? Ja. Wenn er eben den ganzen Tag in dem Rollstuhl hockt, dann tut ihm natürlich alles weh. Mhm. Aber ansonsten nimmt er nichts, irgendwelche morphinen Sachen, überhaupt gar nichts. Das lehnt er auch ab. Er nimmt keine Antidepressiva, womit ja sich viele auch das noch ein bisschen leichter machen. Also, es ist ein ganz tapferer Mann, ne, der Mario. Ein ganz tapferer Mann. Ja, ihr habt beschlossen, dass er auf jeden Fall zu Hause bleiben wird, dass er nicht ins Krankenhaus kommt? Nein. Er möchte zu Hause sterben? Auf keinen Fall. Kann man denn irgendwie eine Aussage machen, dass er noch ein paar Monate hat, oder kann man gar nichts sagen? Das kann man eigentlich nicht sagen. Das geht bei dem einen dann plötzlich schneller, beim anderen dauert es dann noch ein bisschen. Aber wenn ich mir ihn so angucke und wie er schon so nach Luft schnappt, da ist es natürlich... Ist es bei ihm schon so, dass er so belastet ist durch die Krankheit, dass er, kannst du ihn ja vielleicht fragen und er kann es dir sagen, dass es für ihn schon fast eine Erlösung wäre, wenn er stirbt? Ich denke ja. Ja, ich glaube schon. Also er hat mal zum Beispiel gesagt, Tiere zum Beispiel in seinem, so vergleichsweise haben es besser. Mhm. Da geht man zum Veterinär und... Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe es. Und er muss sich eben quälen, so wie die anderen auch alle, und bis zum Schluss. Und es ist schlimm. Birgit, ich habe hohen Respekt vor dir, dass du ihn so schön versorgst. Ich habe höchsten Respekt vor ihm, dass er so tapfer ist mit seiner Krankheit. Ja. Ich wünsche euch so viel Kraft und alles das, was man nur wünschen kann. Danke, Daniel. Ich kann es konkreter gar nicht sagen. Ich finde, es rührt mich sehr, was ich jetzt gehört habe. Wirklich sehr. Von Herzen alles Liebe. Alles Liebe. Ja, das wünschen wir dir auch. Und die Sendung ist wirklich ganz klasse. Drück ihn herzlich von mir. Das mache ich. Und umarme ihn von mir. Mache ich auch. Alles gut. Moment mal, Domian. Ja. Ich muss mal ihn melden. Ja. Ja, er sagt gerade noch, sollten sich vielleicht Leute doch bei euch melden in der Redaktion. Könnt ihr gerne auch unsere Telefonnummer weitergeben? Ja, das machen wir sowieso, auf jeden Fall. Wenn in dem Fall, na klar, dann werden wir sofort handeln und euch unterstützen. Okay, super. Alles gut. Dankeschön. Auf Wiedersehen und Wiederhören, Birgit und Mario. Ja, danke. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit, ich frage mal in die Regie, mit wem es weitergeht. Mit Jasmin. Und Jasmin ist 18 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jasmin. Schönen guten Abend. Erstmal Hut ab an die Frau vorher, die gerade mit dir telefoniert hat. Und auch an ihn, an den Mario. Genau, an alle beide. Ja, ja. Und zwar, es geht um meine jetzige Beziehung. Ich bin mir nicht über meine Gefühle im Klaren. Ja. Wir hatten schon mal eine anderthalbjährige Beziehung, in der vieles schiefgegangen ist. Und als die auseinanderging, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Ja, wie lange wart ihr dann auseinander? Wir waren ein Jahr auseinander. Ach so. Und seid jetzt wieder zusammen? Wir sind jetzt wieder zusammen, Seit wann jetzt wieder? Seit einem Monat. Ja. Mhm. Wie kam es, dass ihr dann wieder zusammengekommen seid? In dem ganzen Jahr habe ich ihm ziemlich hinterher getrauert. Mhm. Ich habe auch angefangen mit Drogen und bin ziemlich abgerutscht. Ja. Habe auch in der Jugendhilfe gewohnt und habe mir halt vieles verbaut mit Schule und Ausbildung. Und jetzt bin ich wieder auf dem richtigen Weg
Und jetzt hat er sich halt wieder bei mir gemeldet und hat mir halt Reue geschworen und keine Ahnung. Und ist zu mir gekommen und wollte sich mit mir vertragen. Und du hast gesagt, okay. Ich habe mich wieder drauf eingelassen, ja. Aber du rufst bei mir an. Das heißt, so ganz in ganz rosig ist alles nicht, oder? Nein, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Also auf einer Seite denke ich, dass ich ihn liebe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mit meinen 18 schon über Liebe sprechen kann, aber... Doch, das finde ich schon. Man ja. kann in jedem Alter über Liebe sprechen, ja. Na, auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite hasse ich ihn auch für vieles, was er mir angetan hat. Für was hasst du ihn? Er hat mich oft geschlagen und gedemütigt von meinen Freunden, hat mich angespuckt. Angespuckt. Er hat mich angespuckt und er hat mich auch eingesperrt. Ich durfte nichts machen. Er ist Muslime, muss ich dazu sagen. Mhm. Und ich bin halt eine deutsche Frau. Mhm. Und ja, da prallen halt Welten aufeinander. Ne? Mhm. Hat er denn wenigstens für all die Sachen, die er da getan hat, die ja sehr schlimm klingen, nur die paar Beispiele, die du genannt hast, hat er sich dafür tief entschuldigt? Glaubwürdig ja. entschuldigt? Mhm, eigentlich schon, ja. Also ich... er hat sich sehr geändert, muss ich sagen. Das heißt also jetzt in dem einen Monat sagst du, ne? Seid ihr wieder zusammen? Sind wir wieder zusammen. Da ist nichts vorgefallen? Ja, da ist nichts vorgefallen. Gar nichts. Er ist korrekt und respektiert dich und ja. alles im guten Bereich. Es ist alles schön. Ich bin auch aus meiner Stadt rausgezogen, ja. wegen halt den Drogen und alles. Mhm. Und er will mir jetzt auch hinterherziehen und ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das machen soll. Du hast gerade gesagt, das ganze Jahr über hast du schon an ihn gedacht. Trotz allem, was passiert ist. Trotz allem, was passiert ist. Das heißt, du hast in Erinnerung gehabt, einmal die Demütigung, die Schläge, die er dir beigebracht hat. Und auf der anderen Seite hattest du aber auch eine gute Erinnerung. Ja, ich war 15, als wir zusammengekommen sind. Mhm. Und ich war sehr abhängig von ihm. Also, es hört sich vielleicht irgendwie ein bisschen krank an, aber umso mehr er mich geschlagen hat, umso mehr habe ich auch an ihm gehangen. Mhm. Und, Das ist eine schwierige Veranlagung, wenn man so etwas hat. Mhm. Also, im Grunde genommen möchte ich ja auch nicht, dass er mich schlägt. Mhm. Überhaupt nicht. Gibt es etwas Schönes, etwas Gutes, an das du gedacht hast während der Trennungszeit, während des Jahres? Ja, die Zuneigung und die Liebe, die ich von ihm eigentlich bekommen habe. Die es auch gab neben der Schläge? Die es auch gab, auf jeden Fall. Mhm. So, jetzt ist alles anders. Ihr wart getrennt, ihr seid wieder zueinander gekommen. Er hat angefragt, aber in der Zeit ging es dir auch schlecht, ne, während er weg war. Es ging mir sehr schlecht und er wusste das auch. Mhm. Wenn du jetzt dein Gefühl genauer beschreiben solltest, du sagst, du bist hin und her gerissen, du bist unsicher, versuch es mir noch klarer zu sagen. Zwischen was bist du hin und her gerissen? Auf einer Seite möchte ich ihn nicht wieder gehen lassen, kann ich es so ausdrücken, ich möchte ihn nicht wieder gehen lassen, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht. Warum möchtest du ihn nicht gehen lassen? Weil ich ihn so lange nicht hatte, ich wollte ihn das ganze Jahr wieder zurückhaben. Mhm. Und auf der anderen Seite kommen immer wieder doch die Erinnerungen hoch, die schlechten Erlebnisse, die du mit ihm hattest. Ja, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen. Mhm. Und ich weiß auch von ein paar Mädchen, die ich kenne, die früher meine Freundin waren, die er nach mir hatte. Mhm. Und das ist auch irgendwas, was mich irgendwie von ihm abtönt, total. Naja, okay, da kann man ja nichts sagen. Ihr wart getrennt, da kann er ja auch andere Frauen gehabt haben. Ja, eigentlich schon. Ne? Und du hättest auch einen anderen Typ haben können. Mhm. Wenn man getrennt ist, ist ja jeder frei, da kann er das ja machen. Mhm. Hast du wirklich den Eindruck, dass er sich wirklich geändert hat? Oder ist das jetzt so eine Masche um dich, es ist ja noch alles sehr frisch, um dich wieder neu einzugarnen? Ich bin der Meinung, er hat sich wirklich geändert. Mhm. Und ich sehe auch an ihm, dass er sich wirklich Mühe gibt. Guck mal, Jasmin, was wäre, wenn definitiv rauskäme, dass das ein anderer Mensch geworden ist, warum auch immer, könnte sein gutes Verhalten, was er jetzt an den Tag legt, könnte auf Dauer dieses Verhalten die schlechten Sachen vergessen machen? Ich denke schon, aber es müsste viel Zeit in Anspruch nehmen. So, darauf wollte ich nämlich hinaus. Du hast alle Zeit der Welt. Und er auch, wenn er dich haben will. Wie alt ist er? Er ist ein Jahr älter als ich. So, er hat viel Scheiße gebaut und er hat es bereut, wie du sagst, und sich dafür entschuldigt. Und möchte das auch nicht wieder tun. Hat er das so klar auch gesagt? Ist er das ja, nie? Hat er. Ja. So, lass du es doch ganz langsam angehen. Ganz langsam.
Und wenn du dich letztendlich vielleicht erst Ende des Jahres entscheidest, ob du wieder wirklich mit dem zusammen sein willst, du kannst dich ihm ja annähern. Aber du musst ja nicht wir sagen, okay, jetzt sind wir wieder ein Paar. Das musst du ihm auch begreiflich machen, dass du einfach deine Zeit brauchst, dass du ihn schon sehr gerne magst, aber dass du sehr verletzt noch bist. Aber du möchtest eine Chance und du möchtest, dass er euch und du euch auch alle eine Chance gibt. Er will ja jetzt auch zu mir runterziehen und ich bin auch der Meinung, auf einer Seite würde ich es gerne, aber auf der anderen Seite finde ich es auch alles viel zu schnell. Will er zu dir in die Wohnung ziehen? Er will mit mir zusammenziehen. Nein, das würde ich nicht machen. Das würde ich definitiv nicht machen, Jasmin. Nein? Nein, definitiv nicht. Dafür ist es alles zu frisch noch. Wenn er in deine Gegend, wie weit wohnt er jetzt auseinander? 200 Kilometer. Okay, ist eigentlich ja auch nicht so eine Riesenentfernung. Kann man auch eine Weile gut leben als Fernbeziehung. Hat er denn dann bei dir eine Arbeit? Er ist gerade dabei zu suchen, ja. Mhm. Er gibt sich auch Riesenmühe und mit den Eltern ist auch schon alles geklärt. Ist ja normalerweise nicht so, weil es sind halt muslimische Eltern und die haben uns auch ihren Segen gegeben. Ah, ja. Und im Grunde genommen ist alles jetzt so weit, dass er hierher kommen könnte. Mhm. Aber langsam. Wenn er zu dir kommt, dann soll er sich eine eigene Wohnung erstmal nehmen. Finde ich. Ich finde, das ist so ein zartes Pflänzchen, was ihr da habt, vielleicht was da wieder an neuer Liebe sprießen kann. Das muss man hegen und pflegen und mit Vorsicht muss man da umgehen. Lass dich bloß jetzt nicht überrumpeln. Ich würde an deiner Stelle jetzt sehr ernst nehmen, deine eigenen Bedenken. Du hast ja Bedenken. So, die kann man nicht vom Tisch wischen. Die müssen langsam abgebaut werden. Und zwar durch gutes Verhalten seinerseits. Und da muss man nicht gleich zusammenziehen. Der muss auch gar noch nicht zu dir runterziehen, Mann. Das hat doch alles noch Zeit. Der kann auch nächstes Frühjahr zu dir runterziehen. Und ihr besucht euch immer an den Wochenenden. Das ist doch okay. Ist doch kein Ding. Ja, aber ich weiß auch nicht, wie ich ihm das so sagen soll. So, ganz genau so. Du sagst ihm, ich habe dich auch noch sehr lieb. Aber ich habe halt all die negativen Erfahrungen. Ich möchte dich jetzt nicht wegstoßen. Aber lass es uns langsam angehen. Wir haben doch alle Zeit der Welt. Uns drängt doch niemand. Und wenn wir beide, so sprich mit ihm, wenn wir beide so im Dezember oder was ich jetzt Ende des Jahres den Eindruck haben, es ist wirklich alles schön, dann können wir zusammenziehen. Aber nicht jetzt schon. Wirklich nicht, ne? Ich würde es nicht machen. Ich würde es wirklich nicht machen, Jasmin. Okay. Wirklich nicht. Und wenn er dich, weißt du, das ist vielleicht auch ein guter Test, ob er dich wirklich liebt. Wenn er darauf jetzt wohlwollend reagiert und sagt, okay, Jasmin, das respektiere ich, dann ist er dabei, sich wirklich zu verändern und ist ein toller Typ. Wenn er aber jetzt zickig reagiert und beleidigt und macht Druck, dann vergiss ihn. Der darf jetzt keinen Druck auf dich ausüben. Der muss jetzt richtig auf dich Rücksicht nehmen, aber volle Kanne. Das ist ein guter Test, da kannst du rauskriegen, was mit ihm los ist. Sag es ihm ganz offen, sag, du bist noch nicht so weit zum Zusammenziehen. Ich bin mir ja nicht sicher, das ist ja das Problem. Eben, weil du dir nicht sicher bist, machst du es noch nicht. Und du machst es erst dann, wenn du dir sicher bist. Okay. Gut, Jasmin. Wenn ich muss dir sagen, du bist ganz toll. Ich danke. Danke dir sehr herzlich. Bitte. Wenn irgendwas ist, mail und dann können wir vielleicht nochmal in Kontakt treten. Mach ich. Alles Gute. Schönen Abend noch, ja? Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, die Telefonnummer, die Faxnummer 0800 220 50 51 und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Jetzt bin ich verbunden mit Karin und Karin ist 44 Jahre alt. Hallo Karin. Hallo Jürgen. Um was geht's bei dir, Karin? Ja, ich habe Fibromyalgie und soll auf Entzug gehen. Du hast was? Fibro? Fibromyalgie. Was ist das? Weichteilräumer. Das ist auch eine sehr unangenehme Erkrankung. Ja, eine sehr unangenehme Krankheit. Beschreib mal, welche Symptome diese Krankheit hat. Um es ganz einfach zu machen, wenn mich einer drücken möchte, das verursacht mir starke Schmerzen. Das heißt, dich kann man nicht mal so herzlich in den Arm nehmen, dann... mal ein bisschen zu lang, wie man das vielleicht mal so macht. So einmal knuddeln. Geht nicht. Ist nicht drin. Ja. Moment mal, mein Hund bellt. Ja, ich höre es. Der ist ganz aufgeregt, weil... Da hat einer Klingelmännchen wohl gemacht. Ach so. Ist gut. Komm rein hier. Was ist das für ein Hund? Ein Stragrani. Ein Mischling. Ein Mischling, ja. Ein ganz aufmerksamer. Ja. So, das verursacht Schmerzen. Das verursacht. Ha,
Hast du auch Schmerzen, wenn dich nicht jemand anfasst? Ja, auch das. So, überall im ganzen Körper? Überall am ganzen Körper. Also in den Gelenken, in den... Nein, Gelenke nicht. Sondern? Du bist immer noch mit dem Hund beschäftigt, ne? Ja. Ich merke es. Die Weichteile, ne? Haut, Sehnenansätze und solche Teile eben. Ja. Wie lange hast du die Erkrankung schon? Seit 10 Jahren. Beeinträchtigt dich diese Krankheit so sehr, dass du gar nicht normal, was man so normal nennt, leben kann? Ja, genau so ist das. Also ich habe durch die Krankheit meine Arbeit verloren. Was hast du gemacht? Ich war Filialleiterin in einer Spielothek. Mhm, Und Haushalt und so ist auch nicht machbar. Da habe ich Gott sei Dank Unterstützung durch Mann und Sohn. Ja. Und ja. Sind das denn, beschreib es noch ein bisschen genauer, damit wir das besser verstehen. Du sagst so Weichteil, Schmerzen. Sind das permanente Schmerzen? Ja. Permanente Schmerzen? Permanent. Kannst du dich normal bewegen oder sind die Bewegungen? Doch, das geht, Gott sei Dank. Aber wenn es ganz schlimm ist, sind für mich 2000 Meter gehen, ein Marathon laufen. Ach so, das heißt, das Gehen ist dann doch beschwerlich. Ja. Kann ich mir das so vorstellen, dass du eigentlich permanent am ganzen Körper, also in den Weichteilregionen, Schmerzen hast? Ja. Und da kann man auch medikamentös nicht so viel machen? Deshalb habe ich eigentlich angerufen. Ja. Ich nehme Opiate. Mhm. Sagt, glaube ich, vielen eigentlich nichts, also so Morphine, also, ja, Morphiumartige. Ganz starke Schmerzmittel. Die sind um das Fünffache erhöht worden. Also am Anfang habe ich 20 Milligramm genommen und jetzt nehme ich 100 Milligramm. Mhm. Und jetzt sagt man mir, meine Leber und meine Nieren sind angegriffen, dass ich dann auch doch bitte jetzt auf Entzug gehen soll. Das bedeutet, wenn du diese starken Schmerzmittel nicht nehmen würdest, würdest du wie wahnsinnig durch die Wohnung laufen vor Schmerzen? Ja. Also kann man sagen, dass es fast unerträglich wäre, die Schmerzen? Man kann sich ja auch an Schmerzen gewöhnen. Mhm. Ich kriege noch immer einen. Also ich bin eigentlich nicht am Stöhnen. Ich bin nicht so ein Mensch, der ohne Ende stöhnt. Leute, die mich gut kennen und mich mögen, man sieht es in meinem Gesicht an, stellenweise, dass die Schmerzen unerträglich sind. Ja. Aber sonst ich bin eigentlich eine fröhliche Natur und kann noch lachen. So, jetzt heißt das, diese schweren Medikamente machen die Niere, die Leber kaputt. Ja. Du musst die Medikamente absetzen. Ja. Es gibt einen Entzug, weil der Körper sich schon daran gewöhnt hat. Wie lange nimmst du diese schweren Medikamente schon? Seit 5 Jahren. Was ist denn dann die Alternative? Du hast doch dann ein zweifaches Problem. Einmal mit dem Entzug, das ist ja wie nach einem Rauschgift, nach einem Rauschmittel. Und du hast dann die Schmerzen wieder. Wie sollst du das regeln? Was sagen die Ärzte? Bislang sagen die gar nichts. Sie sagen auf jeden Fall, dieser Entzug ist schlimmer, als wenn ein Alkoholiker Entzug macht. Ja, und du hast zudem dann ja auch deine Schmerzen, weil du keine Schmerzmittel einnimmst. Ja, genau. Und wie sollst du das aushalten? Da habe ich keine Ahnung. Und deshalb rufe ich eigentlich an, um zu fragen, ob irgendeiner da schon mal Erfahrung hat. Ja. Und damit meine Angst endlich weggeht. Ja. Also ich habe fürchterliche Angst und dadurch verursachen auch wieder diese Schmerzen sind nicht nur, also auch wenn die, im Prinzip, wenn die Seele Angst hat, werden die Schmerzen noch mal stärker. Ne? Also mir wäre es wirklich ein Rätsel, wenn es da nicht eine ordentliche therapeutische Vorgehensweise gäbe. Ich weiß, das, was man immer wieder so liest, dass es in Deutschland gute und große Fortschritte in den Schmerztherapiezentren gibt. Das heißt, für diesen speziellen Fall, wie du ihn gerade geschildert hast, muss es doch eine Lösung geben. Gut, dass du angerufen hast. Wir haben viele Leute aus dem medizinischen Bereich, die uns nachts zuhören.
Bitte, die ihr Bescheid wisst oder die ihr einen Tipp für die Karin habt, mailt uns doch. Mailt an domian@wdr.de. Dann geben wir das an die Karin weiter und hoffen sehr, dass wir ihr irgendwie helfen können. Das heißt, dass ihr mit dem Tipp helfen könnt. Ja. Hast du dich denn schon mit vielen Ärzten besprochen? Aber die lassen sich ja ziemlich alleine, höre ich daraus. Ne? Im Moment lassen sie mich ziemlich alleine. Ja. Also ich bin auch in beim Psychologen in Behandlung und ja. So. Da habe ich jetzt auch demnächst wieder mein nächstes Gespräch. Aber es ist ja auch immer die Frage, an wen man gerät. Und manchmal, wenn man so krank ist, hat man ja auch gar nicht mehr den Elan, sich dann noch wieder um eine neue Klinik zu bemühen und wieder dahin zu fahren. Deswegen ist so ein Auftritt in die Öffentlichkeit schon sehr richtig und sehr gut, weil du dadurch halt viel mehr Leute erreichen kannst. Ja, was mich so traurig macht, ich bin ja auch beim Schmerztherapeuten und trotz allem, ganz am Anfang habe ich auch immer wieder gefragt, macht dieses Medikament süchtig? Mhm. Nein. Mhm. Und jetzt plötzlich doch. Und jetzt plötzlich doch. Mhm. Und wenn ich mal zum Beispiel sage, komm hier, warte noch ein paar Stunden, nimm dann erst ein beklemmendes Gefühl. Also man merkt richtig diesen... Glaube ich, kann ich gut verstehen. Also ich glaube, das Problem, die Sachlage ist klar und gut geschildert worden, Karin. Nochmal die Frage, wenn jemand von euch eine Idee hat und einen Tipp für Karin, bitte meldet euch bei uns, bitte mailt uns unter domian@wdr.de oder schreibt ganz einfach an den WDR Domian 50 600 Köln. Wir reichen es sofort an dich weiter, Karin, wenn wir was kriegen. Ja, nur muss ich sagen, also wenn ich die Birgit gehört habe mit ihrem Mann, dann denke ich, ist meine Krankheit ein Klacks. Ja. Sicher, es gibt immer Schlimmeres, aber dennoch ist das natürlich auch sehr schlimm, was du hast. Und jeder hat sein eigenes Schicksal, ne, mit dem er zurechtkommen muss. Also, mein Wort hast du, wenn wir was Gutes und wenn wir was Interessantes kriegen, kriegst du sofort weitergereicht. Ja. Alles Liebe, alles Gute, Karin. Ja, und deine Sendung ist immer spitzenmäßig. Ich danke dir vielmals von Herzen. Tschüss. Tschüss. Und hier ist der Klaus und Klaus ist 41 Jahre alt. Jawohl. Hallo Klaus. Weswegen hast du angerufen? Hört sich fürchterlich an, wenn man das gesagt kriegt, man ist 41, fühle mich noch nicht so. Na, 41 ist doch okay. Aber erstmal ganz lieben Dank, dass man überhaupt mal durchkommt. Ja. Also mein Thema ist, das geht auf den ersten Anrufer, erste Anruferin nochmal zurück, der Mario. Mhm. Und ja, bisschen sind wir auch ein bisschen die Tränen gekommen, weil bei meiner Frau geht es genauso. Ach, sie hat auch die Krankheit? Nee, sie hat eine Krankheit, die nennt sich Friedreich'sche Ataxie. Mhm. Die verläuft sehr viel langsamer. Und welche Symptome hat diese Krankheit? Ist fast das Gleiche. Ah ja. Also die Nerven vom Kleinhirn her, die geben die Impulse einfach nicht weiter. Sie ist also hochintelligent bei klarem Verstand und kann eigentlich fast nichts mehr machen. Ne? Wie alt ist deine Frau? Die ist 31. 31 erst. Und sitzt jetzt seit 21 Jahren im Rollstuhl. Und es ist also immer schlimmer geworden. Seit 21 Jahren? Ja, also, seit 21 Jahren, mit 10 Jahren war das normale Leben sozusagen vorbei. Das heißt, sie hat als Kind die Krankheit schon bekommen? Ja. Mhm. Und wann habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns vor 9 Jahren kennengelernt, in der Kur. Ja. Und ja, irgendwie... Und hat es gefunkt und dann... Ja. Wie ist denn ihr Zustand ganz aktuell heute oder in den letzten Tagen? Also in den letzten Tagen ist es ziemlich schlimm. Weil hier so, wir haben so mit den Nachbarn so ein bisschen Ärger, weil das sind so Sachen, die nehmen also null Rücksicht auf überhaupt jemanden. Ja. Und das ist auch das eigentliche Thema, weswegen ich anrufe. Weißt du, die Leute sagen immer, jetzt wirklich nichts Böses gegen dich oder auch nicht gegen die Leute. Mhm. Das ist ja als Anerkennung gemeint, wenn die Leute mir sagen, das ist toll, was du machst und das könnte ich nicht und ganz großen Respekt und so. Plus ich habe da nichts davon, weißt du. Wenn mal einer kommen würde und sagen, was brauchst du, was willst du haben, hast du einen Wunsch, möchte dir irgendwas, weil dass man wirklich mal sagen könnte, ja, wir brauchen was, also wir weniger, können was gebrauchen. Weniger Worte als den Taten. Das heißt, in der Nachbarschaft, es reicht ja nicht aus, wenn die Nachbarn sagen, toll, was sie da machen, sondern es wäre schöner, wenn die fragen, kann ich ihnen vom Aldi was mitbringen oder irgend sowas. Zum Beispiel. Oder willst du im Winter mal von sich aus mal Schnee schieben, ne? Oder irgendwas. Ich Idiot, ich mach das, wenn ich früher aufstehe. Ja. Ich schieb den Nachbarn Schnee, glaub bloß nicht, dass die sich revanchieren. Ich mach's jetzt mittlerweile nicht mehr. Ja. Gibt es denn schon mal Besuch von den Nachbarn, dass sie deine kranke Frau besuchen? Überhaupt nicht.
einzigen Besuch, den wir kriegen, alle 3 Monate von der Pflegestation, wegen der Fleischbeschau, sage ich immer dazu. Die müssen überprüfen, ob die Pflege in Ordnung ist. Das heißt, du pflegst deine Frau ganz alleine? Ja. Ja. Wie stark bist du da schon beansprucht? Musst du sie füttern oder kann sie noch alleine den Löffel halten? Teils, teils. Also alles so, was etwas flüssiger und weicher ist, das mache ich, das fütter ich. Ja, trinken nur mit Strohhalm, ja. Anders geht's gar nicht. Aber du musst sie sicherlich waschen und baden? Waschen, baden, Haare waschen, kämmen. Anziehen. Wie ist es, kann sie noch alleine die Toilette besuchen? Nee. Das heißt, das macht ihr mit Windeln, oder? Nee, ach so meinst du das. Nee, sie sagt, wenn sie muss, dann setze ich sie auf die Toilette. Ach, das geht ja. Mach den der sauber und setze sie wieder in den Rollstuhl. Ne? Und deshalb bin ich auch nachts immer so schön auf und kann da eine Sendung sehen. Also um 1 muss er einmal die Seite wechseln und um 3 dann das nächste Mal. Ja. Und zwischen 3 und 8 Uhr morgens, da schlafe ich dann so ein bisschen. Wie machst du das denn? Du bist dann also nicht berufstätig. Siehst du, das ist genau das Nächste. Da habe ich vorhin schon dein Regime an eingepfiffen. Ja, die Frage stellt sich ja, ne? Wie schaffst du das zeitlich? Das ist mein Beruf, weißt du? Wenn du das den ganzen Tag machst und es geht wirklich rund um die Uhr. Ja, ich will das ja nicht runterreden, mein Gott. Nein, ich frage nur, wie du das mit der Zeit hinbekimmst, wenn du jetzt auch noch einen anderen Job hättest. Nee, das geht ja nicht. Das hast du nicht. Das habt ihr so geregelt, das geht finanziell auch, dass du fulltime bei deiner Frau bist. Ja, ich habe meinen Beruf damals aufgegeben. Ja. Um das machen zu können. Und naja, wir haben das Pflegegeld, ein bisschen Sozialhilfe und ein bisschen Erwerbsunfähigkeitsrente von meiner Frau. Ja. Und das war's. Dann kommt in die Runden. Wir haben ja gerade den Mario und Birgit gehört, du hast ja auch Bezug drauf genommen. Wie geht deine Frau denn mit ihrem auch so schweren Schicksal um? Ja, also wir haben uns soweit abgesprochen, wenn sie mal ganz bettlägerig ist, dass wir eben zusammen Selbstmord machen. Ne? Oh. Ja, ganz klar. Also in Heim gebe ich meine Frau nicht. Niemals. Es kommt niemals in Frage. Gut, aber da gäbe es ja noch andere Möglichkeiten, dass du deine Frau bis sie einschläft pflegst. Deswegen müsstest du dich doch auch nicht selbst töten. Ja, ich sag mal so, das ist, also wir sind wie ein Körper mittlerweile geworden. Mhm. Also so, das ist richtig Liebe, würde ich mal sagen, ja. Und wenn sie nicht da ist oder nicht da wäre, dann ich hätte überhaupt gar keinen Grund mehr. Für was? Das ist für dich, das ist eine wirklich absolut tief und ernste Entscheidung, dass ihr euch dann beides Leben nehmt, wenn es nicht mehr anders geht. Wenn meine Frau mich darum bittet, dass sie eben nicht mehr will, dann werde ich ihr beim Sterben helfen und dann werde ich anschließend mich selber auch töten. Ist denn deine Frau damit einverstanden, dass du dich dann auch tötest? Und das ist eine sehr gute Frage. Ich darf sie dir mal ganz kurz geben. Ich glaube mal, du verstehst es auch. Ja, gerne. Ein bisschen wie der Mario vorhin, das hast du auch verstanden. Wenn es geht und wenn es für sie nicht so anstrengend ist, dann kommt es. Nö, ist. Ach, soll sie mal jetzt nicht anstellen. Wie heißt denn deine Frau mit Vornamen? Fanja heißt sie. Fanja. Jo. Fanja. Hallo, Fanja. Das heißt, wir können auch ein bisschen sprechen miteinander. Ja. Ja. Hast du Schmerzen im Moment? Nö. Nö. Nun habe ich gerade von dem Klaus gehört, dass er dich ja auch sehr, sehr, sehr pflegt und sich sehr um dich kümmert. Ja. Und zuckt er etwas zusammen, als er sagt, dass wenn es mit dir noch schlimmer wird und die Krankheit fortschreitet, dass er sich dann auch das Leben nehmen will. Wie denkst du dazu? Darüber? Ich glaube, Klaus, das funktioniert nicht richtig. Ich kann sie nicht verstehen, die Fanja. Oh. Ob du Wir machen mal Folgendes. Ob du Marilyn Manson kennst? Klaus, ich glaube, das geht nicht mit dem Telefonieren mit Fanja. Ach, so, geht nicht. Ich kann sie nicht verstehen. Nee, ich kann sie nicht verstehen. Und, okay. Dann, aber die Antwort könntest du vielleicht übersetzen, was sie meint. Ja, ich denke mal, dass sie wohl mit einverstanden ist. Dass sie mit einverstanden oder ist. Oder vielleicht auch nicht. Also. Ja gut, aber das sollte man ja vielleicht doch klären. Sie ist ja, sie ist ja völlig bei Verstand. Na, also. Also, weißt du, natürlich kann man, wenn man das so hört,
vielleicht kann man das im ersten Moment nachvollziehen, dass man sagt, wir wollen dann gemeinsam gehen. Auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch eine große, gravierende Entscheidung. Du bist ja ein gesunder Mann. Nee, leider nicht. Du bist kein gesunder Mann. Nee. Aber du bist nicht schwer krank. Naja, 60% schwerbehindert bin ich mittlerweile. Mhm. Wird auch nicht besser. Na gut, aber dennoch ist es natürlich eine fulminante Entscheidung zu sagen, ich töte jetzt mein Leben auch ab. Ich hoffe ja jetzt nicht, dass das in den nächsten 4, 5 oder 10 Jahren ist. Also, ach so, das heißt also... Ein bisschen haben wir noch. Also ich sage ja, die Krankheit, die meine Frau hat, die ist eben sehr, sehr viel langsamer. Ne? Ja, ach so, das ist nicht so wie vorhin bei Birgit und Mario, dass ihr quasi jeden Tag den Tod findet. Das nicht. Hm. Nee, Gott sei Dank. Du hast dich so mit deiner Rolle auch arrangiert, ne? Ja. Ja. Und ihr beiden kommt so auch gut klar miteinander. Ich meine, das könnte ja auch zu Spannungen führen, wenn jemand... Ja, also wir streiten uns nicht gar nichts. Mhm. Wir halten eigentlich zusammen wie Pech und Schwefel. Ja. Das ist doch toll. Das ist doch sehr schön. Was ist denn etwas, wo du deiner Frau, der Fania, so eine Freude machen kannst? Ja, ich sag's jetzt mal ganz ehrlich. Vielleicht guckt jemand zu, der irgendwie wirklich Kohle hat. Lach nicht, es ist wirklich so. Wir haben 12.000 Euro Schulden. Die kriegen wir einfach nicht runter. Hm. Und unser Auto ist 20 Jahre alt. Hm. Das ist ein kleiner Golf. Und mein Rücken ist mittlerweile so kaputt, dass ich sie fast nicht mehr ins Auto kriege. Vor 6 Jahren konnte sie selber noch ein bisschen so das heißt, anfassen. So ein Was Auto, wir bräuchten, wären, und wenn es ein 20 Jahre alter VW-Bus ist. Damit sie ein bisschen rauskommt. Damit wir richtig mal rauskommen können. Weil wir kommen wirklich, wir fahren einmal im Jahr, fahren wir noch zu Tanjas Mutter hin ins Sauerland. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so die tolle Urlaubsreise dann, ne, für einen Tag. Ja. Und das war's, ne? Wir kommen nicht mehr raus. Wir kommen einfach nicht mehr raus. Ja. Soziale Kontakte hast du sowieso nicht, weil wenn es dir schlecht geht, dann weißt du erst, wie viele Freunde du hast. Ja, das ist leider Gottes immer so der Fall. So, Klaus, jetzt grüßt du nochmal herzlich die Tanja und sagst, bittest du um Entschuldigung, das ging nicht mit der Kommunikation gerade. Ich habe sie nicht gut verstanden. Herzliche Grüße, alles Liebe. Ist nicht so schön. Das kommt auch, weil sie jetzt ein bisschen arg aufgehört. Ja, ist ja völlig klar. Ist ja völlig stehen klar. Auch ein bisschen die Tränen in den Augen. Ja. So, und über diese Entscheidungen, wo wir gerade so ein bisschen diskutiert haben, solltet ihr vielleicht doch auch nochmal eingehender sprechen. Ich finde, dass man das nicht so leichtfertig machen sollte. Aber das ist eure Entscheidung, aber redet nochmal ausführlich drüber. Das machen wir. Alles Gute von Herzen. Und wenn sich ein Millionär meldet, tja, gebt das ruhig mal weiter. Dann machen wir das. Ja, kann ja wirklich mal sein. Ja, natürlich. Wir haben ja auch mal ein bisschen Glück im Leben. Klar, klar. Na? Alles Gute, auf Wiederhören. Okay, tschüss. Und die Corinna begrüße ich herzlich. Hallo Corinna. Ja, hallo Domian. Hallo Corinna. Was ist dein Thema? Und zwar, mein Thema ist meine Beziehung. Mhm. Und zwar, ich habe seit 2 Jahren eine Beziehung. Mhm. Und ich habe das Gefühl, mein Freund, der ist nicht ehrlich mir gegenüber. Inwiefern? Er lügt sehr oft. Da erwischst du ihn bei? Ja. Mhm. Er lügt sehr oft, er ist nur unterwegs mit seinen Freunden und interessiert sich absolut gar nicht für mich manchmal. Dann wiederum gibt es eine Phase, da ist auch wieder alles okay. Wohnt ihr zusammen? Nee, wir wohnen nicht zusammen. Mhm. Na, also es ist. Was sind denn das so für Lügen, wo du ihn dann ertappst irgendwie? Ja, Diskothekenbesuche andauernd. Also er ist nur in den Diskos unterwegs. Und das versucht er dir zu verheimlichen und du bekommst das dann... Nee, das nicht, aber er trifft sich auch mit angeblich nur guten Freundinnen. Mhm. Und du kriegst dann raus, dass es irgendwie anders lief? Ja, auch. Na, also was war denn die schlimmste Lüge, die du bisher rausgekriegt hast? Ja, dass er mit einem Mädchen Kontakt hatte, die er mal damals, bevor wir zusammen waren, die haben sich getroffen. Na gut, ist ja nicht so schlimm. Er hat es mir verheimlicht und hatte auch noch regelmäßigen Kontakt. Und ich denke mal, wenn man das verheimlicht, dann hat er schon seine Gründe gehabt. Also wenn ich das gemacht hätte... Kann sein, kann aber auch sein. Ich sage es einfach mal so spontan raus. Das kann sein, dass deine These stimmt. Kann aber auch sein, dass du sehr eifersüchtig bist und er gedacht hat, ich sage es gar nicht, weil sie glaubt es mir dann doch nicht. Mhm. Und ich habe einfach mal so einen Kontakt mit dieser Frau. Ja, bis dahin noch nicht. Seitdem das passiert ist, erst bin ich
Ach so. Ach so, bis dahin war alles so, was ja, du eher da, so. Ja, da war das noch im gesunden Maß. Also, ja. Das, so, also du, es beruht auch auf Gegenseitigkeit. Die Eifersucht? Ja. Ja. Mhm. Also nur einseitig. Du hast gerade gesagt, der kümmert sich so kaum um dich. Ja. Hast du ihm das denn mal klar gesagt? Hier, ey, pass mal auf, hier, Kumpels und Freunde, okay, aber ich bin ja auch noch da. Ja, jedes Mal. Und was sagt er denn darauf? Er versucht es zu ändern und macht er aber trotzdem nicht. Also ich habe es schon so oft gemacht. Dann gibt es auch immer wieder eine Zeit, da hat er vielleicht mal wieder mal seinen Ruhigen. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, also jedes Wochenende unterwegs und sagt, er kommt und dann kommt er doch nicht. Ja. Hast du die Vermutung, dass da vielleicht auch was mit anderen Frauen läuft? Also One-Night-Stand-mäßig? Eventuell. Also ich denke, das weniger. Ich denke mehr, dass, ich weiß nicht, er ist, am meisten stört mich das einfach, das mit seinen Diskotheken besuchen. Also ich frage mich, was macht ein Junge, der eine Beziehung hat? Ich frage mich, warum nimmt er dich nicht mit in die Diskothek? Weil wir zusammen ein Kind haben. Ach so. Ja, ach so. Und ich bin da nicht so flexibel und... ach so, Moment mal, das ist natürlich ein Hammer. Ihr habt zusammen ein Kind. Ja. Du musst, wie alt ist das Kind? 7 Monate. Also da ist richtig Arbeit angesagt und da muss man aufpassen drauf und da kann man nicht einfach weggehen. Ja, das heißt, genau. Er überlässt dir die Arbeit und er treibt sich dann in Diskotheken rum? Ja. Das ist ja nur auch krass. Und er sagt nicht, pass mal auf hier, entweder wir arrangieren was, dass jemand anderes auf das Kind aufpasst oder wir wechseln uns ab. Du gehst mal ein Wochenende aus, das andere Wochenende gehe ich aus. Das alles bietet er, sagt er nicht und schlägt er nicht vor? Weniger. Also er sagt zwar, er würde es tun, aber ich weiß ganz genau, kurzfristig würde er sowieso wieder absagen. Also er ist sehr unzuverlässig. Lass es doch mal drauf ankommen. Lass es doch mal drauf ankommen, um mal zu testen, ob der Bursche dann wirklich unzuverlässig ist und sein Wort nicht hält. Sag du doch mal, du willst nächstes Wochenende ausgehen. Mhm. Und er soll ja, zusammen sind wir ja schon weggegangen. Na, aber wie gesagt, ich habe einfach Angst, dass ich dann irgendwo bin und er ruft mich dann kurzfristig an und sagt, ja, da ist wieder irgendwas oder ne, meistens ist er auch so, egal was es ist, er sagt mir dann immer kurzfristig ab oder sagt gar nicht ab und kommt einfach überhaupt nicht. Weißt du, wie das klingt, Corinna? Wie du das so erzählst, klingt das, dass du irgendwie so die Faxen richtig dicke hast. Ja, aber wie? Aber wie, ne? Wirklich. Ich höre so im Ton, wie du so erzählst. Ja. Da ist aber auch alles schief und krumm mittlerweile. Ja, das heißt, also ich liebe ihn über alles und das weiß er auch, aber ich bin so enttäuscht. Ich bin so enttäuscht, weil er mich so oft belügt und das tut so weh. Und liebt er dich denn auch über alles? Er sagt es. Er sagt es, er liebt mich, aber die Sachen, die er tut, die sprechen einfach nur dagegen. So, du bist unzufrieden. Ihr habt ein kleines Kind von 7 Monaten. Du bist richtig unzufrieden. Wenn diese Unzufriedenheit weiter so anwächst, ist eure Beziehung in absehbarer Zeit kaputt. Ja, davor habe ich sehr Angst. Ja, das ist mir klar. Wie du jetzt schon drauf bist, dauert das nicht mehr lange, dann explodiert alles. Ja. Ist ihm das so klar, dass das so ernst ist bei dir? Nein, ich glaube, er schätzt mich für sehr inkonsequent. Ich denke nicht, dass er... Der denkt, mit der kann ich das machen? Die nörgelt und jammert ein bisschen rum, aber letztendlich bleibt die bei mir und die habe ich im Sack. Ich denke schon, dass er das denkt, weil sonst würde er es ja nicht andauernd tun. Also wir hatten. Was kann man dagegen tun? Da kann man dagegen tun, dem Partner, nämlich durch andere Formen, als du es bisher tust, ihm wirklich klar zu machen, aber ihm wirklich ernsthaft klar zu machen, auf welchem dünnen Eis ihr schon geht im Moment. Ja. Und wenn ihm was gelegen ist an der Beziehung, und einer weiteren Zukunft, ich meine, ihr habt ein Kind, ihr habt eine Verantwortung, ihr solltet eine junge Familie sein und lange sein, da muss er was tun, da muss er was in die Waagschale werfen. Ja, und ich hoffe immer, ja, vielleicht wird es bald besser, aber es ist ja mal, das läuft ja jetzt schon. Gut. Spätestens nachdem ich schwanger wurde, gut, Corinna, kann man da schon was machen. Aber da muss man natürlich auch an deiner Stelle, irgendwann muss man auch eine Konsequenz ziehen. Und da darf man sich nicht nur beklagen und nicht nur jammern. Das stimmt. Ne? Da muss man wirklich mal irgendwann auf den Tisch hauen und Forderungen stellen. Du hast das Recht dazu, finde ich. Ja. So. Und wenn das immer noch nicht nutzt, dann gibt es zum Beispiel auch noch den anderen Weg, dass du sagst, pass mal auf, wenn wir beide das alleine nicht in den Griff kriegen, dann gehen wir zu einer Paarberatung. So, und wenn er dann sagt, nee, sowas finde ich blöd, Laber, Rhabarber, dann ist das auch wieder ein Zeichen, dass er sich nicht so sehr für euch anstrengt, denn dann gehst du alleine hin, so wie du hier auch alleine bei mir angerufen hast. Ja. Weil du suchst ja einen Kontakt, ein Gespräch, du suchst ja eine andere Meinung und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Aber tu was, zieh was durch, damit er merkt, dass du es ernst meinst. Ja, ich
versuche auch die ganze Zeit irgendwie von ihm loszukommen und irgendwie, es klappt nicht. Es ist ja auch wegen dem Kleinen. Aber ne? Du hast gerade zu mir gesagt, ich liebe ihn über alles. Ja, aber es ist trotzdem, es macht mich ja kaputt. Es macht mich wirklich kaputt. Diese Gefühle sind da, kein Zweifel, aber diese Beziehung... Also, deshalb finde ich, glaube ich, dass so eine Beratung von euch beiden das Allerbeste wäre, um eine Klärung reinzubringen in die Beziehung. Ja. Würde er sich darauf einlassen? Eventuell, ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber eventuell ist ja schon mal besser, als wenn du jetzt gleich gesagt hättest, nein. Pass mal auf, wir machen Folgendes. Ich verbinde dich jetzt gleich mit meiner Psychologin, mit der Elke. Die kann dir eine oder zwei Anlaufstellen in deiner, in eurer Umgebung sagen. Ja. Und dann redest du mit deinem Freund und dann gucken wir weiter. Ja, ne? Das ist super. Du legst auf und die Elke ruft dich an. Okay, ich danke dir, Domian. Tschüss. Jetzt geht's weiter mit Martin. Martin ist 35, hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Martin. Ja, mein Thema ist etwas problematisch und zwar, ich bin 35 Jahre alt und habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Ich bin also noch Jungfrau. Ja. Wie kommt das? Ja, ich weiß es selbst nicht. Ich habe auch noch nie Lust verspürt, Sex zu machen oder... Ach so, du hast auch gar keine sexuelle Sehnsüchte, gar keine... Du onanierst auch nicht? Nein. Mhm. Und das Problem ist, ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, die sitzt neben mir, die liebe ich geistig sehr. Ja. Und seit 4 Jahren schon sind wir zusammen und meine Frau und ich haben noch nie miteinander geschlafen. Ihr seid seit 4 Jahren schon zusammen und habt noch keinen Sex miteinander gehabt? Nein. Weil du kein Bedürfnis danach hast? Kein Bedürfnis. Also wie weit geht denn dein Bedürfnis? Streichelst du deine Freundin gerne? Kuschelt ihr? Küsst ihr euch? Oder wo ist die Grenze? Was findet statt? Ja, also küssen tun wir uns, also begrüßen uns ganz normal und wir umarmen uns auch, kuscheln auch ab und zu zusammen. Na, ich meine mit Küssen schon ein bisschen, also Zungenkussmäßig. Ja, ein Zungenkuss. Das schon, ne? Das findest du auch angenehm? Das ist angenehm, und ja. Das erregt dich nicht, wenn du das... Das erregt mich nicht, ne? Das heißt, du hast nie eine Erektion? Nein. Also es ist schon mal passiert, dass ich morgens mal aufgewacht bin und, wie soll ich jetzt sagen... eine Erektion hättest. Ja, aber ich habe sie nicht bewusst bemerkt. Also nicht so, dass ich nachts das dann bemerkt habe, sondern einfach morgens aufgewacht, dass da, wie soll ich mich jetzt ausdrücken? Also ja gut, das ist ja normal. Das haben ja alle Männer. Das ist in der Nacht immer wieder mal passiert und man morgens das auch hat. Das ist ein ganz normaler körperlicher Vorgang. Und wir waren auch jetzt schon bei einer Urologin. Also ich bin da jetzt hingegangen wegen meiner Frau, habe das durchtesten lassen. Mhm. Und psychisch ist alles also in Ordnung. Und? Also körperlich. Physisch. Das heißt, ja, physisch, sind die ganzen, ist ein Hormonspiegel gemacht worden? Ja, und auch diese Durchmessung da, da wurde durchmessen, dass ob alles pumpt richtig, das ist also alles in Ordnung. Also körperlich bist du ein vollkommen normaler Mann. Ja. Mit all den Hormonen, die ein Mann in deinem Alter von 35 Jahren in der Zusammensetzung haben muss. Ja. Das hast du alles. Das habe ich auch. Und dennoch hast du und hast noch nie eine sexuelle Sehnsucht gehabt. Nein. Du hast doch noch nie einen Orgasmus gehabt. Nein, habe ich noch nicht. Hast du denn mal versucht, dich selbst zu befriedigen? Ich habe es versucht, ich habe an Sachen gedacht, ich habe Filme geguckt, ich habe Fotos geguckt und alles Mögliche versucht. Es passiert nicht, also es regt sich nichts. Warum bist du dann überhaupt mit deiner Frau, mit einer Frau zusammen? Weil die geistige Liebe da ist. Also ich liebe sie, ich kann mir ein Leben ohne sie nicht vorstellen. Das ist natürlich für sie auch sehr belastend, wenn ihr Freund null sexuelles Interesse hat. Ja, das ist es ja. Und dass unsere Beziehung kriselt jetzt mittlerweile ganz schön. Ja. Du hast gerade gesagt, sie sitzt neben dir. Kann ich sie mal ganz kurz haben? Ja, kannst du haben. Wie heißt sie? Die heißt Ilona. Ilona. Mhm. Hallo? Hallo Ilona. Schön, dass du kurz rankommst ans Telefon. Ja. Das erstaunt mich kolossal, was dein Freund, was Martin gerade erzählt hat. Ja. Einmal, dass er nie selbst eine sexuelle Sehnsucht hat oder hatte und dass ihr 4 Jahre zusammen seid und nichts ist passiert. Wie lebst denn du damit? Ach ja, weiß ich auch nicht. Schlecht irgendwie. Also du hast... Weil da baut ja so ein Frust auf, ne? Klar, du hast Bedürfnisse. Ja, klar. Ja, sicher. Ja. Kannst du dir einen Reim darauf machen, woran das liegt? Eigentlich nicht. Also ich denke mal mehr, dass das so... psychisch sein soll. Ja. Der Urologe wohl auch gesagt, aber
irgendwie kann er sich nicht aufraffen, dahin zu gehen. Ja. Wann wart ihr? Wann habt ihr diese urologische Untersuchung machen lassen? Ich glaube letztes Jahr im Oktober. Ja. Und ich frage es jetzt nochmal. Martin hat es zwar gerade schon gesagt, aber ich, um wirklich ganz sicher zu sein, körperlich ist wirklich alles in Ordnung. Ja, hat die Urologin gesagt, ich war einmal mit, als die Ergebnisse da ausgewertet wurden. Ja. Und die hat gesagt, die hat dann die Durchblutung gemessen und so weiter. Ist alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung. Also Hormone, alles. Ich kann sehr gut verstehen, dass deine Nerven vielleicht wirklich mittlerweile blank liegen und dass du mit der Situation nicht gut klarkommst. Ja, das stimmt wohl. Deswegen finde ich auch, dass Martin unbedingt etwas unternehmen sollte. Ja. Das möchte ich ihm jetzt gerne persönlich sagen. Wir haben nicht mehr so ganz lange Zeit. Ja. Deshalb verabschiede ich mich von dir und du gibst ihm ja bitte nochmal. Alles klar. Tschüss. Also Martin, dir ist an der Frau viel gelegen, ne? Ja, sehr viel. Du liebst sie sehr, ne, sagst du? Ja, ich liebe sie. Also so, jetzt musst du etwas unternehmen. Du warst bei einem Urologen, eine Urologin, die hat gesagt, körperlich ist alles in Ordnung. Bei so einem gravierenden Fall würde ich noch einen Urologen aufsuchen, um nochmal diese ganzen körperlichen Tests durchzuführen, ob das wirklich alles in Ordnung ist. So, und wenn das wirklich der Fall ist, dann ist es augenscheinlich ein seelisches, ein psychisches Problem. Dann musst du in psychologische Behandlung. Dann ist irgendetwas bei dir so blockiert, aus welchen Gründen auch immer, dass, und du das gar nicht weißt, dass man das nur in Form einer Psychotherapie aufbrechen kann. Das musst du machen. Das musst du dann für deine Freundin machen. Du hast ja nichts zu verlieren. Du hast ja nur eigentlich zu gewinnen. Du hast deine Frau zu gewinnen. Du hast körperliche Lust zu gewinnen, wenn du das dann auch endlich mal leben kannst. Also was würde dagegen sprechen? Eigentlich spricht nichts dagegen. Spricht nichts dagegen. Bloß das ist auch, ich wollte immer bei dir mal anrufen, um mir so einen Ruck zu holen, weil ich finde dich so super und nett und sprichst so. Und ich habe ja auch einen Termin bei der Psychologin gehabt, bin dann aber nicht hingegangen. Viele Wochen ich warten musste, weil die ziemlich voll belegt sind. Ja, ärgerlich. Egal, einmal ist es schiefgelaufen, neuer Anlauf. Aber lass nochmal einen körperlichen Check machen, finde ich wichtig, um das hundertprozentig zu wissen. Und dann machst du neuen Termin. Und ich würde gerne, dass du mit meiner Psychologin jetzt nochmal sprichst. Die kann dir vielleicht noch ein paar kluge Tipps geben, wie du da an einen guten Therapeuten kommst. Gut, das wäre nett. Dann legst du auf und die Elke ruft dich gleich an. Okay, bedanke ich mich bei dir, Domi. Alles Gute. Und ich wollte nur sagen, dass deine Sendung ziemlich gut ist. Ja? Dankeschön, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik bei Volker Tarke. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ganz herzlich Mario und Birgit grüßen. Von ganzem Herzen. So, und euch allen wünsche ich eine gute Nacht und eine schöne Nacht. Und wir sehen und hören uns wieder morgen. Dann auch wieder mit einer freien Themensendung. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hören Sie Nachrichten. Die USA und Großbritannien haben zum vierten Mal innerhalb von 2 Wochen einen Resolutionsentwurf